Ja, und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play Trains of World 4. Wir befinden uns hier immer noch in Tyson Dorf. Mike Tyson Dorf. Schließen die Türen. Lösen die Bremse. Und schalten Leistung auf. Ach, die E-Bremse ist noch drin. Immerhin rollen wir gerade nicht rückwärts. So, jetzt. Wundervoll. Schön. Fahrstufe 7. Ja. So. Ah. Nächster Halt bei Lassing, 10 Kilometer. Und dann sind es nochmal 10 Kilometer, beziehungsweise 10 Minuten bis nach Salzburg rein. Das wird böse. Das wird sehr böse. Auslaufen der Fahrstufen. Fahrstufe 5 halten wir mal drin. Oh, selbst 5 wird zu viel. Es geht nämlich immer noch bergab. Bremsstufe 3. 4. 3. Wir nähern uns der österreichischen Metropole Salzburg mit großen Schritten. Ich lasse jetzt einfach mal aufrollen. Also von der Geschwindigkeit her hochrollen. Noch 104 km haben wir auf der Uhr. 160, darf ich hier jetzt 160? Habe ich das gerade richtig gesehen? Oh, dann ist natürlich die Frage, haben wir auch 160er Dostos im Park? Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, ja, das nutzen wir jetzt. Ah, lol. Es scheint bei Fahrstufe 27 Schluss zu sein. Abschalten, 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 abschalten. Und dann lassen wir nämlich einfach rollen. Bremsstufe 2 elektrisch. Boah, da gab es gerade mal einen heftigen Nachladeruckler.
4,4 Kilometer. Eine elektrische Bremsknacke mehr. Kilometer noch. Hier mit 160 Grad so durch die Gegend fahren. Macht Spaß. Ist aber auch sehr, sehr schwer zu beobachten, weil hier könnten ja überall Schilder kommen. Hier könnten ja überall LF6 kommen. Geschwindigkeitsankündigung. In echt, ich sehe es im Fahrplan, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Deswegen brauchen wir eigentlich, oder braucht man eigentlich für TSW einen Ebola. Und direkt Vollbremsung rein, weil ansonsten schaffen wir das nicht. Und auch das wachsam bestätigen. Wird jetzt schon eng mit den 23 Sekunden. Oh, da ist 40, oder? Ist da 60? 40. Da sind wir jetzt ein bisschen zu schnell dran vorbei. Hui! Huiuiuiui! Da steht sogar eine 103 auf der Schiebebühne. Okay. Oder auf der Drehscheibe, besser gesagt. Abschalten, 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 abschalten. Einbremsen. In Realität ist an der Stelle natürlich die Eisenbahnwelt Freilassing. Halten wir es gleich passend hier vorne. Wundervoll. Und wir haben auch schon Ausfahrt bekommen. Das ist doch schön. Freilassing. Ach, wie schön. Oh. Oh, ich glaube, ich bin gerade aus Versehen auf die Notbremse gekommen. Oh ja, ich bin aus Versehen auf die Notbremse gekommen. So, dann wollen wir die Türen noch schon mal wieder schließen. Nächster Halt, Salzburg. Nur noch kurz warten, bis die Bremse vollständig gelöst hat. So, drei Fahrstufen rein. Und langsam anrollen. So, Fahrstufe 5. Signal nochmal quittieren.
So, wir machen ganz vorsichtig. Hä? Erst habe ich 500 Hertz Wechselblinken, dann geht es ins Standlicht über und jetzt habe ich wieder 500 Hertz Wechselblinken. Ja gut, wobei... Jetzt ist es aus, jetzt können wir auch aufschalten. Gehen wir mal auf Fahrstufe 9 hoch. So. Ah, wundervoll. Oh. Hauptschalter aus. Obwohl, das war erst Hauptschalter aus erwarten. Egal. Wir rollen da jetzt ganz langsam über die Landesgrenze drüber. Zur Sammelschiene können wir auch noch eben kurz auf ausschalten. Ach, das ist nur der Kipptaster. So, hinter der Stelle darf ich dann wieder einschalten. So, wir haben den hinteren Stromabnehmer rum. Das heißt, wir warten noch ein bisschen. Boah, jetzt sind wir dahinter. Boah, dann schalten wir auch die Zugsammelschiene wieder ein. Wundervoll. Und auf. Auf geht's. Rauf, rauf, rauf. Kommen die österreichischen Signale. Ui, Jemine. Weiß jetzt zum Beispiel gar nicht, ob ich das bestätigen muss. Nein, muss ich nicht. Okay. Das heißt, jetzt glaube ich Fahrt. Und 60 erwarten. Oder das heißt, oder grün, grün heißt auch Fahrt erwarten. Werden wir gleich feststellen. Wir beschleunigen mal nur auf. Wir schalten mehr hoch auf. Ich meine, grün-grün wäre auch Fahrt erwarten. Sonst hätte ich das Signal mit Sicherheit auch so quittieren müssen. Gut, für Österreich habe ich jetzt halt keine Ausbildung, obviously. Nope. So, Fahrstufe 20. Denk mal 120. Wenn wir die hier, oder wenn wir hier die 100 halten, kommen wir damit auch noch gut durch die Gegend. Schalten wir mal ab. Abschalten. Aus. Wundervoll. So, knapp 3 Minütchen. Ein bisschen mehr als 3 Minütchen haben wir noch. Ja, und dann ein bisschen... Na, das ist gut. Gleich hier stehen. Oh. Oh. Gelb, gelb und grün heißt, glaube ich, 40. Können wir mal ein bisschen mehr ein.
Und raus. 40 und Halt erwarten. Gut, jetzt geht's hier rüber. Die Weichenverbindung. Könnte auch 60 gewesen sein. Wir fahren jetzt einfach mal mit 40. Wir gehen auf Nummer sicher. Waren 40. Gut gemacht. So, Salzburg Hauptbahnhof, Ziel- und Endstation. Dann haben wir es doch schon mal einmal über die Strecke Rosenheim-Salzburg geschafft. So, jetzt machen wir ganz langsam, wenn wir uns jetzt dem Haltesignal nähern. So, da dürfen wir dran vorbei. Wir fahren bis nach hinten durch, auch gut. Hier in Salzburg mal rumlaufen und den Bahnhof erkunden wird auch gut. So. Oder eine Tour mit N-Wagen hier unternehmen. So, und Halt. So, links machen wir so. Und bei frei. Dann bremsen wir noch ein. Legen die E-Bremse aus. Sperren ab. Wir gehen auf fahrend. So, jetzt würden wir die SIFA noch. Jetzt schalten wir die SIFA mal noch aus. Lol. SIFA blendet auch das HUD-Menü mit aus. Interessant. Gut. Dann verriegeln wir die Türen. Und geben Zwangsschließen drauf. Und können hier auch schon mal das Schlusslicht einschalten. Wundervoll. So, Geschwindigkeitsüberschreitung. Gibt 1202 Punkte Abzug. Wir haben trotzdem Platin. Wie wundervoll. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Gucken wir mal, was wir da machen. Vielleicht auch nochmal was mit der Elva. Vielleicht hier auf der Strecke Salzburg-Rosenheim im 628. Da lasse ich mich mal überraschen. Ich hoffe, wir sehen uns dann. Ich würde sagen, bis dahin und bye bye.